Schluss mit dem Krieg gegen Bakterien und Viren. Das ist eine interessante These und ja, man spricht von der Hygienefalle, zumindest wenn man Bert Egartner heißt. Der Bert Egartner ist durchaus ein mittlerweile recht populärer Autor, der schon ein paar Bücher geschrieben hat, zum Beispiel zu dem Thema Aluminium. Da hat er zwei sehr interessante Bücher geschrieben, einmal wo überall Aluminium drin ist, wo man aufpassen muss und wie man das dann praktisch relevant umsetzen kann in seinem Leben. Aber heute geht es um das hier, die Hygienefalle. Und das ist schon sehr, sehr interessant. Also wir generell haben ja oft den Eindruck oder gewinnen den Eindruck, zumindest mir geht das so, dass man heutzutage immer reinlicher werden möchte. Man möchte, Hygiene ist ganz groß geschrieben, ist ganz, ganz wichtig. Bakterien sind schlimm, Viren sind schlimm und die Parasiten sind die schlimmsten von allen. Dass oftmals Parasiten auch Symbionten sein können, das heißt, dass eigentlich die Definition falsch ist, das beweist das Buch eindrucksvoll. Ich habe vor 2 Tagen oder so das Video Maria und die Parasiten veröffentlicht. Das Beispiel ist aus diesem Buch und es sind noch mehrere Beispiele drauf in genau derselben Qualität. Und es ist schon sehr interessant zu sehen, dass wir mit unserem Mindset schon mit Sicherheit nicht mehr auf der gesunden Seite der Rasierklinge oder des Messers stehen, was die Gesundheit angeht. Weil das ist immer so ein, man sagt so ein Ritt auf der Rasierklinge. Es ist ein Ritt auf der Rasierklinge, dass man nicht übertreibt, aber auch nicht untertreibt. Und das Buch liefert da einen sehr, sehr guten Ansatz dazu. Das Buch ist keine einfach niedergeschriebene polemische Schrift. Das könnte man nach dem Titel durchaus auch so vermuten. Es ist schon ein Buch, was Studien und Fallbeispiele konkret auch verlinkt. Das heißt, es sind hinten in dem Verzeichnis sind über 100 Studien, über 100 Belege zu finden, wo man das, was der Autor sagt, auch wiederfindet. Das Buch ist insofern ist so gegliedert, dass das losgeht, also die verschiedenen Kapitel sind wie eine Geschichte angeordnet. Das geht los mit die Welt vor uns, da wird der Planet der Mikroben, wie alles entstanden ist und so weiter. Dann der Verlust der alten Freunde, da geht es damit, warum wir Allergien bekommen haben und wie es dann losging mit dieser Hygiene, mit diesem nach diesem Buch muss man wirklich sagen, eines der großen Gefahren der Neuzeit. Ne? Dann der Geist der Seuchenzeiten. Da ging es dann darum, wie man wie Penicillin entdeckt wurde und diese ganzen Sachen, wie man einfach die neue Medizin so vorangeschritten ist, wie sie gearbeitet hat. Sehr interessante Geschichten, wirklich sehr interessante Geschichten. Dann das 4. Kapitel ist der Großangriff auf das Mikrobiom. Da geht es dann halt wirklich jetzt gerade die moderne Zeit, wo wir halt da komplett uns befeuern. Und ja, und das 5. Kapitel ist die Entmündigung unserer Schutzengel. Und dann kommt auf dem Weg in die Medizindiktatur, das ist dann eher so ein Ausblick. Also das Buch ist eher so geschichtlich gehalten. Das Buch hat sehr, sehr viele interessante Fakten. Es ist schon unglaublich, wenn man das nicht gewusst hat, mit was für Zahlen wir konfrontiert sind, wenn wir mal in unseren menschlichen Körper schauen. Auf ein menschliches Gen in dem abgeschlossenen, was wir als Körper bezeichnen, ein menschlichen Gen stehen 150 nichtmenschliche Gene gegenüber. Das heißt, wir bestehen nur, also wenn wir von wir reden, also unser Körper, dann sind wir nur quasi ein 150stel von dem, was wir als eigentlich als uns bezeichnen, als Mensch. Also ein Gen, was wir haben, trägt, also nicht trägt, sondern dem entspricht 150 Gene, die auch auf uns leben, in uns leben. Ne? Dann weiterhin ist es so, dass auf einen Millimeter unseres Darminhaltes, das müsste man sich wirklich mal vergegenwärtigen, also ein Millimeter unseres Darminhaltes, leben 100-mal mehr Bakterien, als es Menschen auf der Erde gibt. Auf einen Millimeter unseres Darminhaltes. Wir sind ein riesiges Mikrobiom. Wir denken, wir sind ein Mensch, weil unser Gehirn, das sieht, was er ist, doch, das ist Mensch. Aber das hier ist einfach nur ein Sammelsurium an Lebewesen. Und das kriegen wir überhaupt nicht mehr mit. Denn der Status quo, und das hat er halt in seinem geschichtlichen Abriss dann wunderbar auch so formuliert, ist einfach, dass wir Sterilität anstreben, alles möglichst bakterienfrei. Und dass das eben auch oft durch bürokratische
Verordnungen geschieht, um Risiken zu minimieren, um Klagen zu vermeiden. Also unser gesamtes krankes gesellschaftliches System wird hier sehr gut aufgezeigt. Aber was ist der Status quo, was die Krankheiten angeht? Wir haben mehr Krankheiten denn je. Ne? Und das, obwohl wir sofortig intervenieren. Wenn was ist, sagen wir, hey, zack, Penicillin, Antibiotika, zack, zack, zack. Antibiotika, sehr wichtiges Video habe ich mal gemacht, oben euch anschauen. Damit ihr genau testen könnt, wenn der Arzt sagt Antibiotika, ob das notwendig ist. Ob ihr bakteriell, viral oder eine Pilzinfektion habt. Das könnt ihr selber testen. Das muss nicht der Arzt entscheiden. Video unbedingt anschauen. Genau. Und auch durch das ganze Impfen, unsere Neuzeit, machen wir unser Immunsystem, tun wir das künstlich aggressiv machen. Sodass das gegen alles Mögliche ballert und ja, Allergien eine logische Folge davon sind. Und das wird alles hier wirklich sehr, sehr schön aufgezeigt und eben das Thema Parasiten auch hier wirklich echt schön mal so dargestellt, wie letztlich die Wissenschaft das auch hergibt, dass diese, was wir Parasiten nennen, dass diese lebenswichtige, also einige, man muss immer vorsichtig sein, also bei solchen Aussagen, ich gehe davon aus, dass jeder weiß, dass es negative Parasiten gibt, wie den Bandwurm, Fuchsbandwurm, und dass der gesundheitliche Risiken trägt, da gehe ich davon aus. Weil viele sagen dann, boah, der War Spirit, der hat gesagt, da gibt's gar keine Parasiten. Oder War Spirit hat gesagt, die Parasiten sind alle gut. Das ist natürlich Unsinn. Ne? Plus es gibt eben auch Parasiten, die als Parasiten bezeichnet werden, wie zum Beispiel die Hakenwürmer, die aber in Wahrheit eher Symbionten oder Symbianten sind. Ich weiß nicht, wie das Wort heißt. Auf jeden Fall, diese Parasiten oder diese Würmer, die erzeugen häufig lebenswichtige Vitamine in unserem Körper. Sie machen Spurenelemente erst verfügbar. Sie schützen uns vor Autoimmunerkrankungen. Und das ist auch voll normal. Wie soll denn in einem riesigen Mikrobiom wie unseren, wie soll das denn funktionieren, wenn da auf ein Gen von uns 150 Gene von anderen Lebewesen kommen, dass wir uns nur auf uns fokussieren und dass wir keine positiven Wechselwirkungen mit diesen anderen Genen haben? Das macht keinen Sinn. Und ja, und deshalb ist auch schön der Einblick in der Forschung. Da gibt es ja halt auch andere, also auch positive, also es ist kein Buch, was jetzt nur negativ Beispiele bringt, sondern halt eben auch Ausblick in Forschung, wie Maria und die Parasiten, dass man anstrebt, dass man das Ganze mit diesen Parasiten und mit diesen Bakterien, mit Viren, dass man das versucht in einem Gleichgewicht zu bringen, Homöostase, anstatt das als Risikofaktor zu sehen und das wegzumachen, ne? Und uns steril zu machen und sauber zu machen und zu reinigen und zu entgiften. Ne? Das ist ja immer so, das ist alles sinnvoll, bis zu einem gewissen Grad. Aber wenn es dann anfängt, dass man sich total reinlich macht und da bin ich zum Beispiel der Meinung, dass Einläufe auch ein Tick zu weit ist. Also Einläufe sind für mich ein Tick zu weit. Für mich fühlt sich das intuitiv, obwohl, wie gesagt, ich habe das schon in anderen Videos gesagt, ich Analspiele, sexuell, ja wunderbar. Ich habe kein Problem, mir da was reinzustecken und mir da volllaufen zu lassen. Aber rein vom gesundheitlichen Aspekt fühlt sich das intuitiv, dass wir uns von außen da durchspülen müssen. Ja, ich denke, das gehört auch dazu, dass man da übertreibt. Auch das ist Entgiftung. Wir entgiften ständig. Unser Körper ist auf Entgiftung ausgelegt. So, wir müssen nur schauen, dass wir eben nicht so viel Gift reinbekommen und dann schafft das unser Körper auch. Das heißt, ja, dass man entsprechend seine Ernährung anpasst, seine Lebensweise anpasst, weil gerade unser Kopf, was unser Kopf aus, also Stress zum Beispiel, das katalysiert oft, ja, sag mal, sozusagen giftige Prozesse oder dass man halt eben nicht so gut entgiften kann, weil man seine Energie an anderer Stelle benötigt. Und ja, das ist halt sehr gut dargestellt. Auch die Forschung geht klar eindeutig in die Richtung, dass weniger Antibiotika verschrieben werden soll. Die Ärzte haben das noch nicht ganz so mitbekommen. Gut, ist so. Das Buch, was ist denn so ein bisschen negativ an dem Buch? Also einerseits ist das Buch doch recht eben tolerant, was Viren und Bakterien angeht. Und man spricht ja dann, man nutzt den Terminus nicht, aber man sagt so eine goldene Mitte, ne? Dass man dann halt Bakterien nicht verteufelt, Viren nicht verteufelt. Andererseits, ja, ist es halt bei dem Autor so, dass er dann, was das Thema Aluminium angeht, halt eben da eine ganz rigorose Schiene fährt. Und das ist halt irgendwie so, ja, sich komisch dann anfühlt. Warum denn bei Aluminium nicht? Aber das ist eine persönliche Sache von mir, was den Auto angeht, was das so ein bisschen, ja. Und da kommt nämlich so ein bisschen dazu, dass er halt die Stimmung, er sagt zwar auch, was so positiv ist, was die Forschung angeht, aber im Großen und Ganzen ist schon ein bisschen so eine Weltuntergangsstimmung
die da kommt. Du, das ist so ein bisschen Panik und ein bisschen Angst. Das wird alles ein bisschen geschürt. Und du schreibst es nicht, ja, einfach so, ja, irgendwie angenehm, sondern der macht Panik. Der macht Panik. Der nimmt das alles so wichtig und, ja, weiß ich nicht. Es fühlt sich für mich einfach so an, dass man sich da auch durcharbeiten muss. Obwohl der Schreibstil, das dann wieder positiv, eher einfach gehalten ist. Das heißt, das versteht wirklich jeder, das Buch. Das ist nicht wissenschaftlich geschrieben. Es sind zwar wissenschaftliche Studien verwendet, aber überträgt das von seinem Vokabular an jemanden, das einfach jedem mitteilen könnte. Die Strukturierung ist auch sehr linear. Das kommt auch aufgrund der Tatsache, dass es halt so einen geschichtlichen Verlauf hat. Da hat man so einen roten Faden. Und ja, also was die Struktur angeht, auch sehr angenehm. Und was so ein kleines Bonbon an dem Buch ist, dass hier auch sehr viel Allgemeinwissen noch präsentiert wird. Das heißt, Wissen, was so, ja, was man, wo man sagt, ah, das ist aber interessant. Aber vielleicht gar nicht so mit den Viren und Bakterien so zu tun hat, sondern so rundherum. Das kommt halt eben durch die Erzählung als Geschichte. Ne? Da wird oft so eine Geschichte drumherum gepackt und dann erfährt man weiteres Wissenswerte. Also ich finde das Buch durchaus sehr, sehr empfehlenswert, weil es einfach in unserer aktuellen Zeit so ein bisschen im Gegenpol dazu ist, zu der Hysterie und der Angst vor Parasiten, vor Bakterien, vor Viren, vor Würmern, vor was auch immer, obwohl diese ganz, ganz häufig in unserem Körper sehr, sehr wichtige Prozesse initiieren und aufrechterhalten. Und ich hatte das schon gesagt, was dazugehört. Und von daher für mich ein ganz klarer Kauf. Die Hygienefalle, das sind auf jeden Fall 5 Sterne. Aber halt vor allem natürlich, was ich gerade gesagt habe, weil es halt eine der wenigen Gegenpositionen heutzutage ist. Und ja, ihr findet das Buch unten verlinkt bei Amazon. Und wenn ihr das dann dort kauft, dann, ich will das einfach mal einmal hier auch mal wieder erzählen, weil viele schreiben dann, boah, du hast einen Amazon Affiliate Link gepostet und so weiter. Ja, das sind alles Amazon Affiliate Links, weil ich, wenn dieses Buch jemand kauft, dann kauft er das zu einem fixen Preis. Bei dem Buch weiß ich jetzt gar nicht, was es gekostet hat, aber er zahlt nicht mehr dadurch, dass er über meinen Link das kauft. Und er hat ja über mich, hat er von diesem Produkt erfahren. Und so sagt der Amazon, so sagt der Verlag, der natürlich dann auch Einnahmen hat, genau wie Amazon, die sagen dann eben Danke dazu. Und genauso finde ich das auch vollkommen gerechtfertigt, wenn jemand sich über irgendwas informiert hat und mir dann ein Buch oder ein Produkt vorstellt und ich dann auf den Link klicke und er dann einen Anteil bekommt. Ich zahle ja dadurch nicht mehr. Und ich würde es einfach nochmal erwähnen, weil das häufiger mal so ein Punkt ist, wo die Leute sagen, boah, warum den Amazon Affiliate Link? Ich sage, das ist doch nur ein Win-Win für alle Menschen quasi. Aber soll nicht Thema sein, ich wollte es einfach mal erwähnen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und ja, viel Spaß beim Lesen oder beim Nichtlesen. Von mir 5 Sterne für die Hygienefalle. Macht's gut. Ciao.